Jo, Mahlzeit, ihr Lieben. Jo, die 14 Tage sind schon mal um. Sprich, 2 Wochen diese Schweinehund-Jagen-Mission oder One-Punch-Man-Challenge oder wie auch immer man die nennt. Und ja, was kann ich dazu sagen? Ja, Entschuldigung erstmal. Ich fühle mich super. Super, ich kann es nur so betonen. Faktisch ist es so, dass ich momentan keinerlei Probleme habe. Die Übungen selber habe ich ein bisschen angepasst. Ich bin von Bauchstützen, also beziehungsweise von den normalen Bauchübungen über zu Crunches gegangen. Das ist die Mikrowelle, die gerade fertig ist. Da habe ich noch leckeres Essen von gestern. Also die Übung habe ich ein bisschen angepasst für mich. Ich bin quasi dazu übergegangen, habe die Crunches eben halt umgesetzt. Sprich, ich mache jetzt keine Bauchbeugen mehr, sondern ich mache jetzt Crunches. Das ist für mich sinniger. Da habe ich mich ein bisschen belesen, dass die Übung an sich für den Bauch genauso umfangreich ist in der in der Belastung, als aber eben halt nicht so in der Bewegung schädlich für den Rücken, was sehr wichtig ist. Des Weiteren gehe ich in verschiedenen Variationen durch meine Liegestütze. Ich mache die Arme anders, positioniere ich die. Teilweise nehme ich ein Bein schon weg, kann ich quasi schon ganz gut, also nur mit einem Bein die Liegestütze machen. Dann versuche ich ab und an schon mal, ohne dass ich mir, also ich hoffe immer, dass ich mir nicht wehtue, mal eine Hand kurz wegzunehmen, um zu gucken, wie gut ich das mit einer Hand drücken kann. Eben halt so ein bisschen die Übungen variieren. Ne? Das mache ich eben halt. Die 100 sind mittlerweile erstaunlich wenig geworden und das erst nach 14 Tagen. Also das kommt einem gar nicht mehr so viel vor. Ich bin jetzt dazu in der Lage, die 100 Stück, zum Beispiel von den Liegestützen, 25 pro Satz und die Sätze mache ich innerhalb von 20 Minuten. Also in Abwechslung mit den anderen Training bin ich jetzt so komprimiert schon in mein Training drin, dass ich das sehr, sehr viel schneller schaffe abzuarbeiten. Sprich, ich brauche nur noch etwas über fürs gesamte Training etwas über 1 Stunde. Und das ist eine große Veränderung für mich. Wenn man bedenkt, ich war vorher bei ein Dreiviertelstunde und zeittechnisch ist das eben natürlich eine super Optimierung. Mental, erstmal Prost, ne? Mental gesehen geht es mir super. Das ist auch noch eine sehr starke Veränderung. Man geht wirklich, wirklich ganz, ganz, man geht viel, viel besser in den Tag hinein. Wenn man weiß, man hat eben halt diesen Ausgleich, ne? Und das ist auch wirklich, fängt an, anfangs ist es eine Belastung, auch für den Alltag, zeittechnisch etc. Man muss gucken. Aber dann kommt so langsam der Schwenker rüber zu einem Ausgleich. Und dieser Ausgleich an sich ist wirklich, wirklich, wirklich sehr wohltuend. Wie ich schon auch noch gesagt habe, ist für mich ist eben halt die Zeit, die ich jetzt in mein Training investiere, die hole ich über den Tag hinaus ohne Probleme wieder raus. Das heißt, ich bin so viel effektiver vom Kopf her in vielen Dingen. Also ganz, ganz fantastisch. Ich bin des Weiteren mental gesehen auch viel, viel ruhiger und ausgeglichener in der Form, dass ich auch mich besser fokussieren kann auf Dinge, die momentan mich, sage ich mal, die auf mich zukommen. Ich bin gelassener. Meine Familie sagt mir das auch, dass ich viel, viel gelassener und entspannender wirke. Meine Kameraden sagen mir das, meine Freunde, alle, also die sagen mir alle, dass ich viel, viel ausgeglichener wirke und das ist für mich ein durchweg positives Gefühl. Und also bin momentan was eben halt diese ganze Kombination aus Training und Muskelaufbau und auch seelisches Wohltun angeht, bin ich total positiv überrascht. Ich hatte meine Downs, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, ne, man hat nicht jeden Tag Bock darauf, ne, aber da kommt dann auch wieder der Schweinehund ins Spiel. Den muss man dann jagen. Das sollte man auch nicht hängen lassen.
Ja, muskelaufbautechnisch ist mittlerweile einiges zu sehen. Ich blende mal ein Anfangsvideo ein auf der Seite und ein Jetzt-Video auf der Seite. Und ich denke, da kann man schon ein paar Unterschiede sehen, ne, von regelmäßigem Training. Gewichtstechnisch ist es eine Umstufung von Körperfett in Muskelmasse. Sprich, ich habe jetzt zwar circa 1,5 Kilo weniger, aber merke auch, dass ich wieder Gewicht zunehme, aber kein Fett. Und das ist eine gute Mischung. Ich denke, das ist vielen geläufig, dass Muskelmasse mehr wiegt als Fett. Aber ja. Ja, sei noch gesagt, ich werde weitermachen. Gib mal ab und an wieder ein Update. Ob das jetzt wirklich jede Woche ist, weiß ich nicht. Ob es alle 3 Tage sind. Ich halte euch auf dem Laufenden. Sollte ich verkacken, beziehungsweise sollte ich es einstellen, gebe ich ebenfalls natürlich ein Backup. Oder ein Feedback halt für euch. Ne? Eine Rückmeldung, dass ihr wisst, nee, ist jetzt vorbei oder doch, läuft noch. Jo, jetzt haben wir 6 Minuten gelabert. Aber ich wollte es mal sagen. Danke euch für eure Zeit und naja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.